Es ist für einen Reisenden empfohlen zu fasten, wenn er kann. Wir hatten diese Thematik gerade in Badr. Ja? In Badr war das so, nicht alle gefastet haben und nicht alle gegessen haben. Es gab eine Gruppe, die gefastet haben und eine Gruppe, die gegessen haben. Tatsächlich war das so, die haben das wirklich so aufgeteilt untereinander, so je nach Körper. Wer gemerkt hat oder wer bekannt ist, dass er nichts darf, der hat gefastet, kein Problem. Und wer weiß oder was weiß ich, hat die Ruchse genommen. Ich sag, als Umar ibn al-Khattab die Ruchse von Allah ta'ala sozusagen, ja, er hat gesagt, ja Allah, du gibst uns so viel Leichtigkeit und auch noch eine Leichtigkeit drüber, ja, Rasulullah, ist so viel. Dann sagt Rasulullah zu ihm, das ist Allahs Geschenk für dich, sollst du Allahs Geschenk nehmen. Ich bin der Meinung, war nicht, aber jetzt bin ich der Meinung, ich war der Meinung, dass man Fasten nicht fasten, also Reisen nicht reisen ist, wenn dein Körper das hergibt, du sollst fasten. Das war meine Meinung, dass du mich auch gut geliebt. So. Ich bin heute nicht mehr dieser Meinung. Ich denke, dass man die Ruchsa von Allah Ta'ala annehmen, dankend annehmen soll und sich freuen auf Allahs Rahmah. Denn Allah Ta'ala hat uns im Yunus, Surat Yunus gesagt, فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Wir sollen über Rahmah von Allah Ta'ala uns freuen. Und du freust dich auf der Sache, wenn du die nimmst. Ja? Du freust dich auf das Geschenk, indem du sie nimmst. Ah, oh, ich freue mich, du hast mir ein Geschenk gekauft. Ich halt einfach nicht. Ja? Über Freuen heißt im Bedenken das nicht. Über deswegen, wenn die Ruchsa da ist, nimm es. Du bist der Meinung, dass du bist jemand, der auf der Reise, wenn du fastest, dir ein bisschen Disziplin gibt, deine Augen senkt, dass da, was mal. Jeder ist sein eigener Heiler. Ich weiß es nicht, bin ich in dir. Verstehst du? Ruchsa, ich würde sagen, nehmen. Wer es nicht nehmen möchte, wie Uthman ibn Affan die Ruchsa von Qasr nicht gemacht hat oder sonstiges. Khalas, wir haben verstanden, die Ruchas von Allah Ta'ala sind allgemein nicht wajib zu nehmen. Aber ich finde es sehr nett, wenn ein Ilah seinem Diener ein Geschenk gibt. Ich finde es sehr nett, dass der Diener sagt, dankend annehmen und sagt, mach ich ja. Wenn du nicht fastest unterwegs und überall und irgendwelche Krimskrams machst, dann faste mal bitte. Lieber für dich und für mich. Allahu Akbar.